Warum Getreidegras und welches ist das Beste? Guten Morgen! Viele werden bei der Umstellung auf eine pflanzliche, auf eine vegane Ernährung irgendwann an den Punkt kommen, einfach mal ja, schnell ein paar Greens mit aufzunehmen oder aufzunehmen zu wollen, weil sie den ganzen Tag irgendwie nur Scheiße gegessen haben oder generell Probleme haben, grüne Dinge, grüne Nahrung in ihren Ernährungsalltag zu integrieren. Und ja, dieser Wunsch der Menschen wurde von den Händlern natürlich, wie es immer bei Angebote nach ist, nachgegangen und nun gibt es mittlerweile eine richtig große Palette grüner Pulver zur Auswahl. Die beiden immer noch am meisten verkauftesten grünen Pulver sind Gerstengras und Weizengras. Und ja, da sie beide durchaus unterschiedlichen Charakter haben, möchte ich heute in diesem Video beide mal miteinander vergleichen und auch Einsteigern in die pflanzliche Ernährung generell bezüglich ja, dieser Getreidegräser euch ein bisschen da diese dann aufklären. Vorab sei gesagt, frisches Grün ist natürlich immer vorzuziehen. Das heißt, Pulver hat in keiner Weise einen Vorteil gegenüber frischen, handgepflückten Grün. Derselben Pflanzen und auch derselben Qualität. Ne? Also, aber genau wie für einen Eskimo aufgrund des ewigen Eises ein Löwenzahnpulver durchaus Sinn machen kann, so kann es für einen Menschen auch Sinn machen, Gerstengraspulver zu kaufen, wenn er ja, keine Lust oder keine Zeit hat, das anzubauen selber. Von den Feldern würde ich es derzeit nicht mehr ernten, da man nie sicher weiß, was und wie viel gespritzt wurde. Ich selber baue mein Weizengras im Garten selber an, siehe dazu auch mein Gartentagebuch. Und ja, trockne es dann und pulverisiere es. Beziehungsweise eigentlich nicht mehr pulverisieren, ich knitsche das ein bisschen und ja, ist immer noch zu sehen, das Weizengras kommt bei mir in Smoothie, von daher das Pulverisieren automatisch. Außerdem ist es dann nicht so der Oxidation ausgesetzt, wenn ich das erst pulverisiere. Es nimmt zwar etwas mehr Platz weg, wenn ich das noch relativ grob lasse, aber ist es eben dann besser. Gerstengras baue ich selber nicht an, da ich es viel selektiver nutze. Aber wenn, dann nehme ich das meiner Erfahrung nach beste Gerstengraspulver aus Deutschland in Bioqualität von einem Händler, der sich eben auf Gerstengras spezialisiert hat. Die Qualität eines Getreidepulvers, das erkennt man an dem Geruch und an der Farbe. Möglichst tiefgrün und richtig satt nach Gras und Heu. Da muss es riechen. Ähnlich wie ein gutes Chlorella. Wie, da habe ich ja mal ein massives Video zu Algen und deren Qualitäten gemacht. Das findet ihr oben in den Infokarten. Und genauso ist es auch bei den Gerstengras oder bei dem Weizengraspulver. Das muss tiefgrün und satt nach Gras und Heu riechen. Dann ist es eine gute Qualität. Also generell erstmal so die Gemeinsamkeiten. Was ist das Tolle an generell Getreidegräsern? Zum einen ist es ein Naturprodukt. Wenn man chemische Nahrungsergänzung zu sich nimmt, bekommt man ja, eine 1:1 chemische Kopie eines natürlichen Stoffes. Aber es ist natürlich nur eine Kopie dessen, was wir kennen. Viele sekundäre Pflanzenstoffe, die sind noch gar nicht erforscht und die sind überhaupt noch nicht benennbar. Dazu ist die Kombination bei Nahrungsergänzungsmitteln nicht an die Natur, sondern an die errechneten Werte der Nahrungsinstitute angelehnt. Und wie diese errechnet werden, ich habe dazu mal ein Video gemacht, das ist nicht optimal. Ja, was man selber für sich sinnvoller erachtet, was man möchte, also die Empfehlung der DGE in einer Nahrungsergänzung oder das, was die Natur einen bereitstellt, das obliegt der eigenen Intuition. Gerade bei der natürlichen Zusammenstellung und dem entsprechenden Zusammenwirken von ja, den Inhaltsstoffen wird deutlich, was für ein wahnsinniges, ergiebiges Paket so ein Getreidegras ist. Nehmen wir zum Beispiel mal Zink, was man ja problemlos als Nahrungsergänzungsmittel kaufen kann. Aber wenn man ein reines Naturprodukt benutzt wie Gerstengras und ja, damit auch viele Stoffe parallel ja, enthalten hat, die im Körper auch in Interaktion mit dem Zink treten und die Verbesserung der Verwertung sicherstellen, dann ist das natürlich meiner Meinung nach zu präferieren. Bei Gerstengras sind es zum Beispiel bei Zink, also die Stoffe, die mit Zink reagieren und die den Prozess der Aufnahme katalysieren. Das ist das Bor, das ist das Calcium, das Chrom, das Kobalt, Kupfer, Germanium, Eisen, muss nachgucken, Mangan, Molybden, Nickel, Phosphor, Selen, Silicea. Silicea, das ist die Kieselsäure. Ne? Selen und Silicea ist nicht dasselbe. Silicea, das ist die Kieselsäure. Strontium und Zinn. All das ist jetzt enthalten in dem Gerstengras. Und jetzt sucht mal ein Zink-Nahrungsergänzungsmittel, wo all das enthalten ist.
Also mit der Aufzählung habt ihr auch dann schon einen kleinen Eindruck erhalten, was an Inhaltsstoffen in Getreidegräsern überhaupt alles so enthalten ist. Und das waren noch lange nicht alle. Und das alles in einer natürlichen Form mit natürlichen symbiotischen Ergänzungsmitteln, die auch ihrerseits wieder wirken. Ne? Also nächster Vorteil, die Bioverfügbarkeit der Proteine im Getreidegras. Die sind zum Beispiel im Gerstengras viel bioverfügbarer, also verwertbarer als die im Fleisch. Auch generell ist der Anteil der Eiweiß mit 25% vom Getreidegras und Fleisch ähnlich. Nur dass natürlich im Fleisch ein Haufen unerwünschter Nebenstoffe mit dabei ist, wie Cholesterin, wie die Purine oder die Fette. Weiterhin ist im Getreidegras Chlorophyll enthalten, welches für die Entgiftung krebserregender Substanzen eine große Rolle spielt. Dazu gibt es ganz viele Videos, muss ich eigentlich auch mal eins machen. Nicht zuletzt deshalb sind viele der sogenannten Krebskiller wie Brokkoli grün. Siehe dazu auch mal ein Video zum Brokkoli. Falsch ist jedoch, dass Getreidegraspulver voll an Enzymen ist. Damit wird oft geworben. Aber da das Getreidegras meist über 43 Grad erhitzt ist, sind die Enzyme so gut wie tot. Also da passt auf. Also Enzyme? Nein. Da ist auch wie eingangs erwähnt sinnvoller frisches Getreidegras zu nutzen. Da sind auch wirklich ein Haufen Enzyme drin, die vor allem dann im Mundraum, da die Magensäure ist natürlich zerstört die größten Enzyme, aber im Mundraum gerade die Amylase, auch ein Gerstengraspulver, die so nicht vom Körper produziert werden muss und dadurch der Körper einfach Energie zur Verfügung hat, die er zum Beispiel auf die Entgiftung richten kann. Getreidegraspulver ist auch das einzige Pulver, was ich derzeit wirklich noch permanent immer in meinem Smoothie nutze. Und ja, was ist der Unterschied zwischen Gerstengras und Weizengraspulver? Während im Weizengras vor allem Vitamine in einer höheren Dosierung relativ zum Gerstengras vorhanden sind, so sind es beim Gerstengras die Mineralstoffe, ausgenommen Selen und Zink, die ebenfalls gegenüber dem Weizengras erhöht vorzufinden sind. Aber vor allem sind die großen drei, also Calcium, Magnesium und Kalium, im Gerstengras teilweise deutlich höher enthalten als im Weizengras. Gerstengras hat auch ungefähr die doppelte Menge an der Aminosäure, die für die Glückshormone zuständig sind, Tryptophan. Und auch das für die Veganer oft zum Problem werdende Lysin ist beim Gerstengras etwas stärker beinhaltet. Das sind so die Unterschiede in der Zusammensetzung. Aber der größte Unterschied ist, ja, wie so vieles, ja, nicht so einfach biochemisch erklärbar. Denn während Weizengras eher ein emotionaler Pusher ist und man plötzlich Energie bekommt, Dinge zu initiieren, ist Gerstengras eher so der lächelnde Buddha, der sicher auch aufgrund des hohen Tryptophananteils oder des höheren Tryptophananteils eher zufrieden und gelassen macht. Das ist dann auch der Grund, warum ich häufiger Weizengras nutze. Ich bin eigentlich schon ziemlich zufrieden mit meiner Zufriedenheit und ja auch meinem Gemütszustand und da nehme ich ja quasi die energetische Wirkung des Weizengrases eigentlich immer gerne mit, weil Energie kannst du nie genug haben, um noch was zu machen und noch was zu machen, aber immer mit positivem zufriedenen Mindset, nie in Stress ausarten lassen. Aber ja, viele, gerade Menschen, die oft sehr unzufrieden sind, für die ist das Gerstengras dann wahrscheinlich sogar die bessere Alternative. Als Mineralstofflieferant sowieso, das habe ich ja gesagt. Das soll jetzt mal kurz und knackig gewesen sein als Information über Getreidegras im Allgemeinen und auch den Unterschied zwischen den beiden ja, wichtigsten Vertretern, des Weizengras und des Gerstengras. Links zu dem deutschen Gerstengras, was ich nutze und, ja, und einer nicht so hochwertigen, aber dafür billigeren Alternative. Bei mir ist es ja genauso, also ich schaue auch immer, wo kaufe ich doch noch Qualität oder wo nehme ich einfach die billige Alternative, weil jeder hat ein Budget und damit muss er halt dann auskommen. Deswegen zwei Alternativen habe ich euch unten in die Links gepackt, dazu auch noch das Weizengras, was ich bis ich dann umgestellt habe auf meine, quasi auf meine Eigenproduktion im Garten, was ich genutzt habe und wo ich damit auch sehr zufrieden war. Alles habe ich euch unten dann hingepackt. Ich hoffe, ich konnte euch heute allumfassend formulieren und ja, euer Leben wieder ein Stück verbessern. Was sind eure Erfahrungen bezüglich Getreidegras? Baut ihr es auch selber an? Nutzt ihr die Pulverform oder gar nicht? Oder wie integriert ihr Greens in euren Alltag? Also ist ja gar nicht so leicht, richtig viel Grünzeug aufzunehmen. Und bei mir ist das neben dem Weizengras und dem Gerstengras, das möchte ich noch anmerken, vor allem Grünkohl. Also ich tue jeden Morgen, seit ich Veganer bin, quasi 300 Gramm Grünkohl mit da rein. Und einen großen gehäuften Esslöffel Weizengras und in den Smoothie und dann bin ich, was Greens angeht, eigentlich schon ganz gut versorgt für den gesamten Tag und
Deswegen ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Aber vielleicht der ein oder andere von euch macht das anders. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ich wünsche euch einen grünen Tag. Abonnieren nicht vergessen, um kein Video zu verpassen. Und wir sehen uns morgen wieder in aller Frische. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.